Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Heat. Ja, wir sind hier mit unserem recht ramponierten M3 noch im Regen raus, als Schiff eine richtige Tüte rein. Und wir haben in der letzten Folge ja gesagt, wir starten eine kleine Shopping-Tour. Wir gehen jetzt den E46 kaufen. Und zwar tue ich mich aber jetzt kurz zu der Garage Herport oder zum Verkäufer. Das geht ja, glaube ich, oder? Ja, genau, schneller reisen. Und dann kaufen wir endlich das wunderschöne Auto. Ich kann es nicht anders sagen, es ist einfach wunderschön. So, da haben wir einen schönen Ladescreen, irgendwie im Back oben links so einen Streifen und die Ladeschnecke. Aber wir sind hier, Autohändler aufsuchen und dann kaufen wir uns den M3. Und was haben wir da noch so? Ja, das M3 ist schon die beste Wahl von allen, die wir haben. 167, ja, sind alle schon schwächer. Der würde mich natürlich auch verlocken hier, oder ist auch recht verlockend, so muss ich sagen. Aber die wissen, also vor allem die, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen, für BMW schlägt mein Herz und darum, da muss ich einfach kaufen, das Auto. Ah, es hat nur 70'000 gekostet. Ah, ich habe gemeint, es hat mehr gekostet. Ich habe gemeint, es hat, ach, man hat schon, ich habe gemeint, es hat irgendwie 76 gekostet. So. Ach, wunderschönes Auto, aber noch zu serienmäßig, das heisst, wir gehen jetzt in die Werkstatt und gehen noch tunen. Ich porte mich auch kurz dahinter. Ich bin so frech jetzt, ich porte mich schon ein bisschen hin und her. Machen wir da mal ein schönes Tuning. So, Garage aufsuchen. Ein bisschen hoch ist er. Ein bisschen hoch. Vorne die Nase. So, fällt mir alles noch nicht so. Also serienmäßig ist er schon schön, aber da muss ein bisschen etwas gehen. Also wir haben jetzt 20'000 Dollar. Wir haben nicht wahnsinnig viel Geld. Aber für ein bisschen optisches Tuning wird es jetzt doch wohl länger. Also, wir schauen mal rein. Also zuerst einmal, als allererstes Fenstertöne, schwarz, so. Dann vorne die Nase, was haben wir da so? Ah, was haben wir da so? Die sieht schick aus, aber der ist ja so weiter oben, hä? Aber wir nennen sie gleich. Finde ich schön. Dann unten, so eine Carbonlippe. Fällt mir jetzt alles nicht so wahnsinnig. Das steht da so weit raus dort, das gefällt mir gar nicht. Lassen wir mal weg. Ah, da könnte man so Blech her tun. Gefällt mir jetzt auch nicht so. Leichter. Da kommt es halt immer ein bisschen drauf an. So würde es natürlich so richtig klassisch aussehen, so wie ein DTM-Fahrzeug. Aber die Frage ist halt immer so, welche Farbe das man macht. Ich glaube, sie machen komplett mattschwarz. Dann würden die Gläser gut aussehen. Aber ich warte noch mit denen. Komme ich später darauf zurück. So, jetzt hier können wir ein bisschen Verbreiterung drauf klatschen. Ja, da tun wir die drauf. Das sieht am besten aus. Das finde ich schön. So richtige Backen. Wird wahrscheinlich fast etwas aussehen wie vom Need for Speed Teil. Schon vom, wo es schon gegeben hat einmal. Vom Most Wanted, meine ich, hätte schon gegeben, das Labi für Scheiß. Need for Speed Most Wanted ist einer der bekanntesten Teile. So, da müssen wir natürlich auch einen anderen Kotflügel drauf klatschen, am besten der gleiche, genau, so. Das ist so richtig DTM-Style hier. Heckleuchte warten wir auch noch. Da müssen wir auch die drauf natürlich, so. Diffusor. Ah, kann man nicht drauf tun mit dem. Ja, ein bisschen etwas Dezenteres. So etwas da. Oh ja, sieht nicht schlecht aus. Auspuff, ein anderer Topf natürlich drunter. So eine an Seite würde auch gehen, hey, aber ich werde so ein fettes Rohr unten drin haben. So etwas da. Ist es Doppel? Ja, sehr gut. Kaufen wir. So. Oh, wir haben langsam fast kein Geld mehr. Scheiße. Einen Spoiler müssen wir noch drauf klatschen natürlich. Da würde ich wirklich auch vorschlagen, wenn du so ein. Ja, wobei. Das ist alles ein bisschen übertrieben. Ich habe es eigentlich noch gerne so ein Dezenz, so eine Lippe. Da würde zum Beispiel schon mal recht gut aussehen. Das ist zu wenig. Das ist too much schon wieder. Ich glaube, sie nehmen den. So eine leichte Lippe hinten. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Kofferraumdeckel. Da tut sich ein bisschen die Form verändern. He. Boah, muss ich jetzt nicht haben unbedingt. Hier Nummernschild, Rahmen, das können wir sonst gerne so lassen. Da müssen wir aber noch kurz
So, dass wir auch hier wissen, wer fährt, oder? Hintergrundfarbe. Aha, da kannst du das ändern. Okay, so. Rücklichter machen wir aber schwarz. Komplett schwarz sogar. Das sieht geil aus. So. Nice, Alter. Richtig geil. Sieht schon 100 Mal besser aus. Aussenspiegel. Was gibt es da so noch? Ich finde es das ehrlich gesagt. Wobei. Wie sehen die Originale aus? Also, ja, das ist einfach Carbon-Deckel hinten drauf. Sieht auch cool aus. Lämmer. Oder tun wir das drauf? So, jetzt der Felgen wird leider ein bisschen problematisch werden. Da würde ich wahrscheinlich nicht genug Geld haben für da. Also die BBS, die wären natürlich richtig nice. Ich glaube, die nehmen wir auch. Die da. BBS CHR. Ja, die nehmen wir. Es würde mir sogar gerade noch länger. Ich glaube, die Farbe ist ja gratis zum Wechseln. Jetzt ist natürlich die Frage. Änderung Verwerfung schnell, so. Jetzt ist natürlich die Frage. Schau vorne noch. Eben, jetzt ist natürlich die Frage wegen Dings, wegen der Farbe. Ich tue jetzt mal schnell kurz schwarz lackieren zuerst. Wegen der Felgenfarbe. Weil ich möchte nicht schwarze Felgen auf einem schwarzen Auto haben. Fühle ich nicht so. Darum jetzt haben wir mal die Felgen so drauf. Jetzt tun wir da mal schnell kurz Lackierung, Folie, Farbe. Und dann tun wir. Ja, es muss matt schwarz sein, mattes Carbon. Hä? Wo haben wir da? Das ist matt. Hä? Genau, schwarz. Oder ich tue hier auf Pro. Ist das matt? Oh shit, so sieht der Huren dunkel aus. Gebüsse das. Metall in schwarz, so. Das hat zwar so Streifen drin, aber das ist mega schwarz. Richtig geil. Lassen wir gerade so. Sonst nehme ich da nicht drauf. Änderung speichern. Freies Slot, genau. Dann. Da. Aber mit dem Zeug. Aber. Ein bisschen Sturz. So. Oh, Scheiße. Oh, fuck, ey, richtig geil, Mann. Sorry, wenn ich es so fühle, aber ich weiss nicht, ich bin so Autos einfach. Sound machen wir aggressiv. Ton nehmen wir auch ein bisschen rauf. Überladung, tun wir ein bisschen rau. Und so. Boah, Scheiße, einfach geil, Mann. Ist einfach nice. Wir haben einfach kein Leistungstuning jetzt gemacht, aber scheißegal, das sieht geil aus. So, jetzt von der Felgenfarbe her. Ah, das muss ich ja nicht da machen, oder? Oder muss ich doch da machen? Felgen, da so. Primäre Farbe. Jetzt ist so die Frage, was tue ich drauf? So schwarz auf schwarz fühle ich einfach eben voll nicht. Vor allem ist es wieder so metallisch. Ich mache gerne auch wieder da, dass. Das nochmal da, wo haben wir es da? Da. Gebürstet, so dass es ein bisschen nicht so spiegelt, wobei bei den Felgen spielt es wahrscheinlich nicht so eine Rolle. Was nehmen wir jetzt da? So grün, stehe ich gar nicht so drauf. Also die Scheinwerfer mache ich auch geil. Rein theoretisch wäre es doch auch nice, wenn die Scheinwerfer und die Felgen geil wären. Gehen wir mal kurz ein bisschen mehr zu geil. Ja, ich würde auch ein Foto machen, wenn ich die wäre. So geil. Da so. Ich muss so ein bisschen die Sättigung aufklatschen. Wir können sie dann wieder ändern, oder? Das ist schon ein bisschen orange. So. Glanz da müssen wir matt nehmen. So, einfarbig natürlich. Bestätigen. An allen Fällen anbringen. So. Oh, sieht geil aus! Sieht wirklich geil aus. Größe? Ja, Mann. Noch grösser. Sekundäre Farbe, was ist das? Ah, das ist so ein Ring. Ah! Aber geil, ja, dann machen wir da natürlich schwarz, aber nicht krumm. Auch wieder da das gebürstet, so.
und einfach schwarz an allen Felgen anbringen. So, dann noch ein bisschen, man sieht es zwar nicht so, aber dann hätten wir da auch ein bisschen Kontrast. Nice! Ich sehe es cool, in den Kommentaren steht irgendwo so, eine Wüste, Mann! Weißt du was, Mann? Fahr ab! Nein, jetzt kann ich sie mal kaufen! Ah, Kacke. Ja, egal. Dann machen wir das halt mal ein anderes Mal noch. Aber stellt euch vor, Scheinwerfer sind geil. Warte, ich zeige euch schnell wie. So, Scheinwerfer da. So. Schaut es doch an. Das ist schön. Das ist einfach schön. Das Auto ist einfach wunderschön. Es gibt kein schönes Auto neben dem Skyline. Ich widerspreche mir voll. Im Skyline habe ich schon gesagt, es gibt kein schönes Auto. Aber der M3 E46, es gibt kein schönes Auto auf dieser Welt. Das ist einfach schön. Motorhaube hätte man eigentlich auch noch etwas machen können. Aber ja, so Hutzenkacke finde ich gar nicht geil. So sieht er schon am schönsten aus. Gut, also, dann haben wir das Auto eigentlich so wie getunet. Dann würde ich aber auch sagen, ich bin so assi, dann würde ich sagen, wärst du es mit der Folge von Need for Speed Heat? Wir machen in der nächsten Folge weiter mit Rennen, dass wir ein bisschen Geld verdienen können, um nachher die Hutze dort, oder nicht Hutze, zum Scheinwerfer noch gelb färben. Und dann haben wir ein richtig geiles Auto. Und ja, dann würde ich mal sagen, wie gesagt, wärst du mit der Folge von Need for Speed? Wiederhol mich wieder, ich weiss. Wenn es euch gefallen, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns dann einfach in einer anderen Folge wieder. Bis dahin sagen wir mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!